Oh, oh, oh. Ich hab gerade. Ich hab gerade schon was gelesen. Da müsst ihr aber sagen, ob ihr Lust zu habt, weil das eher schon sehr deep ist. Ich habe schon mal ein paar Mal jetzt gerade auch gelesen, auch in den letzten Streams. Leben nach dem Tod. Was ich denke dazu, können wir gerne machen. Müsst ihr nur sagen. Dann machen wir das. Und danach schauen wir uns ein paar Videos an. Okay? Ist das ein Deal? Ich denke mal, das ist ein Deal. So. Leben nach dem Tod ist nämlich auch eine Frage, die ich glaube, ich bekomme kaum so eine Frage so oft gestellt, auch in den Kommentaren, was ich dazu denke. Natürlicherweise, weil es gibt nichts, was die Menschen schon so lange beschäftigt, wie was kommt nach dem Tod. Also jede Kultur, Religion ist um die Frage zentriert, was passiert nach dem Tod? Ist man dann im Jenseits? Ist man dann im Himmel? Ist man in der Hölle? Ist man dann im Paradies? Wird man wiedergeboren? Es gibt ja so, so viele verschiedene Ideen. Ich persönlich, also das ist jetzt auch so, aber will ich am ganz am Anfang jetzt auch nochmal kurz reinwerfen, ja. Das ist eine super, super persönliche Sache. Und wenn wir jetzt darüber reden, möchte ich. Ich meine, ihr seid sowieso alle immer echt, ihr seid der coolste Chat so, aber bitte jetzt respektvoll miteinander sein, weil das ist eine super persönliche Sache. Jeder hat da seinen eigenen Umgang mit, weil es für jeden auch ein super schwieriges Thema ist, weil es ist die, ja, die einzige Sache im Leben, die momentan halt so sicher ist, ist, dass man irgendwann sterben muss. Was für mich persönlich, kann ich auch mal direkt sagen, eine sehr harte Wahrheit ist, weil ich muss wirklich zugeben, ich habe wirklich Schiss vorm Tod. Ich verdränge das auch super. Und das ist so einer meiner intrinsischsten Ängste, die ich so habe. Tatsächlich. Es ist auch echt ein Thema, was mich sehr lang sehr fertig gemacht hat. Ich hatte sogar Phasen, die auch gar nicht so lang her sind. Also ich muss sagen, so dass ich würde behaupten, erst so vor kurzem, deswegen habe ich die Frage auch immer so vermieden. So seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr habe ich etwas für mich gefunden, wo ich für mich sagen kann, ich komme jetzt besser damit klar. Bis dahin war es tatsächlich so schlimm bei mir, dass ich, wenn ich nur vom Schlafengehen darüber nachgedacht habe, kam ich in so eine Gedankenspirale rein, dass ich dann nicht mehr pennen konnte und so. Also es ist für mich auch schon ein sehr persönliches und Thema, was mir sehr zu schaffen macht. Denn ich glaube, ich habe da eine Ansicht, die nicht sehr viele Menschen haben. Das kann ich jetzt schon mal direkt droppen, denn ich bin nicht sonderlich religiös. Ich bin in keiner Kirche drinne und ich bin jetzt auch nicht sonderlich gläubig. Das heißt, ich glaube jetzt nicht zwingend an einen Gott. Ich glaube, es gibt Kräfte, die wir nicht verstehen, die wir Gott nennen, aber ich bin jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also ich will jetzt auch nicht so viel über Religion reden, weil mein Ansatz über das Leben nach dem Tod hat nichts mit Religion zu tun. Gar nichts. Deswegen brauchen wir uns auch gar nicht hier mit Religion ins Anfangen. Da hat jeder sein eigenes Ding so und jeder soll glauben, was ihn da glücklich macht und erfüllt. Für mich ist der Kern meines Gedankengangs, mit dem Tod umzugehen, hat sehr viel mit Zeit zu tun. Es gibt ja, für uns Menschen ist es ja so, wir haben in der Vergangenheit werden wir geboren und in der Zukunft werden wir sterben. Und alles dazwischen ist das, was man Leben nennt. Das heißt, es gibt einen Anfang und ein Ende. Zeit ist linear. Zeit fließt nach vorne, zumindest aus unserer Perspektive. Ich habe mich ungefähr vor einem Jahr angefangen, sehr viel mit dem Thema Zeit zu beschäftigen. Vor allem mit dem Thema, dass Zeit nicht linear verläuft. Das heißt, dass alle Dinge, die gerade passieren können, beziehungsweise alle Dinge, die passieren, gleichzeitig passieren. Das heißt, man muss sich von dem Gedanken lösen, dass man, keine Ahnung, dass gestern, machen wir es einfacher, dass ich vor 22 Jahren geboren worden bin und ich in irgendwann halt sterben werde, sondern dass diese beiden Sachen und alles, was dazwischen passiert, gleichzeitig passieren. Die passieren nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und dieser Gedanke hilft mir persönlich sehr, denn das bedeutet auch, dass mein Leben eher ein Gesamtkonzept ist, dass ich quasi lebe und sterbe gleichzeitig. Das heißt, es gibt auch kein Leben nach dem Tod,
sondern es ist ein Ding, was die ganze Zeit passiert. Und ich persönlich, weil ich mein, ich bin wie ihr auch einfach ein Mensch und ich erlebe die Zeit linear. In der Physik ist aber auch schon sehr, gibt es auch die Idee, dass die Zeit ja eine Dimension ist, die, wie man zum Beispiel durch den Raum sich bewegen kann, kann man sich auch durch die Zeit bewegen. Und das würde bedeuten, dass Zeit nicht, wie gesagt, nacheinander passiert, sondern gleichzeitig. Das bedeutet halt auch, dass mein ganzes Leben gleichzeitig passiert und somit muss ich mir nicht Gedanken machen, was passiert mit mir nach dem Tod, weil es gibt kein nach dem Tod. Das ist super, super unintuitiv und ich versuche gerade sehr, ich suche gerade in meinem Kopf nach einer Möglichkeit, das euch besser zu erklären, weil es hat auch bei mir sehr lange gedauert, bis ich den Gedanken wirklich verstanden und verinnerlicht habe. Aber ab dem Punkt ging es mir wirklich deutlich besser. Weil für mich war immer ganz oft die Frage, was nach dem Tod? Ist da einfach schwarz? Kann ich da nichts mehr machen? Und das hat mir sehr tiefe Ängste ausgelöst. Aber der Gedanke, dass es keinen danach gibt, sondern nur ein innerhalb, so, Paint, kann man Dinge erklären. So, wir haben hier Punkt 1, G, das ist unsere Geburt und Punkt 2, T, das ist der Tod, ja? So, und dazwischen hier das Ding da ist unser Leben. Und wir Menschen, wir nehmen das so wahr, dass wir hier sind und wir nehmen so, das sind so wir. Und wir nehmen es so wahr, dass die Zeit immer nach da verläuft. Und wir können nicht zurück. Und wir erleben immer nur diesen Punkt. Das ist alles, was wir gerade wahrnehmen. Und das wäre quasi, was nach dem Tod passiert. Die Idee ist jetzt nicht, dass das alles hier nacheinander passiert. Das heißt, erst die Geburt, dann ist der Tod. Sondern, dass all dieses Zeug hier gleichzeitig passiert. Gleichzeitig. Wenn man nämlich, wie du dich im Raum bewegen kannst. Ich kann ja zum Beispiel jetzt aufstehen. Warte mal. Ich kann jetzt zum Beispiel aufstehen. Und mich hier hinsetzen. Weil die Couch immer hier ist. Wir Menschen können uns im dreidimensionalen Raum bewegen. Wenn man jetzt überlegt, dass Zeit auch eine Dimension ist, wie unsere räumlichen Dimensionen, kann man sich durch die Zeit bewegen. Das bedeutet, sagen wir mal, der Stuhl hier ist meine Geburt und, keine Ahnung, die Couch ist, wenn ich 30 bin. Wenn ich jetzt ein Wesen wäre, was sich durch die Zeit bewegen kann, als räumliche Dimension, also in Anführungszeichen räumliche Dimension, dann setze ich mich rüber zu dem Punkt, wo ich 30 bin, aber der Stuhl, wo ich geboren bin, steht ja immer noch da. Den kann ich gleichzeitig sehen. Das heißt, ich kann gleichzeitig den Punkt sehen, wo ich 30 bin und gleichzeitig den Punkt sehen, wo ich geboren worden bin. Das ist die Idee von Zeit als Konstrukt, wenn man es nicht linear betrachtet. Wir Menschen können das natürlich nicht. Wir sind halt dreidimensionale Wesen und nicht vierdimensional. Und dieser Gedanke von es gibt kein nach dem Tod, sondern es gibt nur ein innerhalb des Lebens. Das heißt, das hier, in meiner Vorstellung zumindest, das hier, dieses Ding hier, mein Leben, das ist ein geschlossener Kreis. Es gibt kein vor meiner Geburt für mich und es gibt kein nach meinem Tod. Es gibt nur mein Leben als Gesamtes. Und dieses Leben als Gesamtes passiert gleichzeitig. Es ist mehr so ein Gesamtwerk und es gibt kein danach, es gibt nur ein innerhalb des Lebens. Ich hoffe, es macht irgendeinen Sinn, was ich gerade erzähle. Das ist so mein ich hab euch vorgewarnt. Ich habe eine Ansicht, die wahrscheinlich ihr noch nicht gehört habt dazu, weil ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Das ist meine Vorstellung davon. Ich hoffe, die ist irgendwie ich hoffe, ich habe die irgendwie kommuniziert bekommen, weil das ist schon irgendwie ein bisschen brainfuckisch so. Und ich, by the way, also es ist, wie gesagt, ich finde, es ist eine super persönliche Sache und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Das ist die Vorstellung, die mir hilft, besser damit umzugehen. Für andere Menschen sind es ganz andere Sachen und da ist jede Vorstellung richtig, weil jeder muss seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Deswegen auch, Leute, seid einfach lieb zueinander, wenn wir über das Thema reden.